Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Röllpier und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Ja, wir sind auf dem Weg zur nächsten Welt und zwar Arendelle. Richtig cool, ne? Da will ich hin. Darauf freue ich mich schon. Ich glaube, ich habe eine Fertigkeit ausgerüstet bei meinem Gummijet, dass mein Schub irgendwie jetzt schneller auflädt. Wollte noch ein paar andere Sachen, so wie Antriebe und also was da reinpacken, aber ich habe nur diesen riesigen noch und ja, weil das sieht ein bisschen komisch aus mit so einem Mini-Dingen. Den habe ich halt mal ausgelassen. Egal, wir gehen jetzt mal hier und gucken uns ein bisschen um. Wir wollen mal ein paar Schatzdinger hier einsammeln. Hier diese runden Dinger halt, ne? Wo Schätze sind. Ich glaube, davon haben wir noch keinen einzigen hier. So, Kristalle beim Octown. Jawohl, wollte schon sagen. Das jetzt nicht geht, ne? Ich weiß ja jetzt hier, wie das aussieht auf dem. Hier, komm, wir machen dich mal fertig. Stufe 2, kein Ding. Halt die Gegner so schnell wie möglich aus. 100 Gegner. Jetzt sehe ich ja. Ich will da kommen. Oh Gott, tun die Zauber einsetzen? Okay. Cool. Glaube ich. Ist nicht cool für mich. So, ihr frisst das. Raketen. Oh Gott, ein bisschen goldener Gegner kriege ich von der Wand. Nö. Außer Schaden natürlich. Ich krieg Schaden von dir. Hey. Wir sind einfach von hinten gekommen, Mann. Oh Gott, und alle erledigt. Ich freue mich schon hier richtig mit so einem richtig überporten Gummijet hier irgendwann durchzufliegen mit so einem richtigen Bonzenjet. Irgendwann mal. Ja, das ist so ein Schatzding. Das holen wir uns doch mal. Ach, da. Boom. Ja, jetzt seid ihr ein bisschen am Wackeln, ne? Aber ist trotzdem noch kein Problem. Ach, da oben ist auch so ein Ding. Nein. Hat er richtig gemeiner geworden, ne? Aber ich sehe euch noch kein Ding, also ich krieg schon die Schätze, ja. Joink. Das war bestimmt voll nervig anzuhören. So, hier ist Schnee. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Pfad. Hab schon wieder aus den Augen verloren, wo das Ziel ist. Rechts irgendwo, okay. Na, boom, komm her. So. Folgen wir einfach irgendwo ein Pfad oder so, ne? Ist das eigentlich Geld? Das ist Geld, ne? Autsch. Oh, ist das erstmal, als wir gegen so ein Ding geflogen sind. Ich habe wahrscheinlich hier diese Dinger verpasst, aber egal. Ist das den Gegner? Nee. Apropos Gegner anscheinend. Okay, cool. Ja, die Dinger, ja, habe ich mir gedacht. Das ist ja mal cool. Aua. Diese Eiszapfen hier erledigen anscheinend. Glaube ich. Ich glaube, ich kann auch einfach nur mitschießen, oder?
Das war ganz schön Schaden, das Ding. Das dürfen wir schaffen, wenn ich mich nicht die ganze Zeit treffen lassen würde. Oder irgendein Mist. Ah. Wie gehen die Dinger nicht kaputt? Doch, da ist gerade einer kaputt gegangen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die dauern aber auch lange kaputt zu gehen hier. Ach, ist das? Ah. Ah, Gott verdammt, ich muss damit zielen. Muss ich ein bisschen stillhalten. Hör auf, mich abzuschießen. Das Ding ist schon leicht tot. Merke ich gerade. Du sollst deine Schwachpunkte echt nicht draußen hängen lassen. Ich meine, wir sonst schön hier vernichten können, wenn du nichts, nicht diese Dinger ja draußen platziert hättest, wenn du mich fragst. Ja, bist du tot? Oh, jetzt beginnt erst der echte Kampf. Ernsthaft? Das war ein cooler Kampf. Da erinnert mich irgendwie an dieses Piratenschiff aus Kingdom Hearts 2. Diese Festung ja in der Welt, die niemals war, ja auf dem Weg. Muss man auch gegen so eine riesen Festung kämpfen. Ich weiß nicht, ob die Raketen zielsuchend sind, aber ich hoffe es. Macht das überhaupt Schaden, wenn ich auf das Ding schieße? Ne. Nur wenn ich das hier abschieße, ne? Na, bist du? Hi. Alter, mache ich viel Schaden gegen das Ding. Oh Gott, ich bin gleich tot, Mensch. Auf zu ballern. Ich auf das Ding los, bitte. Ach, ich bin der, der so blinkt. Der haben mich schon gewundert. Boom, okay, da war knapp. Oh Gott. Ach Gottchen. Muss ich ein höheres Level hier sein oder irgendwie so ein abgeschlossen? Oh Gott, wo fliege ich hier hin? Raus hier. Will doch schon in die Welt jetzt hier reingehen. So nach diesem Boss, sag ich mal. Such mal die ganzen Sachen hier später. Zerstören wir es. Arendelle, gut. Oh, ich freue mich auf diese Welt. Von was ich gesehen habe, ist Welt sieht wunderschön aus. Im Film von dieser Welt mag ich auch. Aber würde ich den erst vor kurzem erst gesehen habe, also vor einem Jahr oder so. An Weihnachten oder ja, Weihnachten. Freue mich. War ein sehr guter Film. Ja, guck ich da mal an. Und wir sind direkt hier. Gut gemacht, Donald und Goofy. It's cold. Hey, Donald, give me a coat. Guess he's too used to the beach. Hey, Islander, what can I say? Huh? Huh? Look, even the sea's turning to ice. Donald, this isn't your magic, is it? Do you think it's the Heartless? Might be. Let's go.
weiß noch, als der Trailer gezeigt wurde und die Soundeffekte waren noch irgendwie voll komisch. That girl, she looked so sad. Arendelle. Warum steht das da unten? Steht doch da oben. I wonder what happened. Maybe the Heartless? We should talk to her. Oh, die Musik. Hast du den Trailer schon gehört? Der Trailer war irgendwie so komisch, weil die Soundeffekte waren irgendwie so reingepackt, einfach nur so, und haben irgendwie nicht zur Szene gepasst. Ja, zum Beispiel irgendwie gegen Herzlose im Trailer kämpft, hörte man einfach nur so. Das war sehr merkwürdig, weil da war es noch nicht fertig halt, das Spiel. Dann stand auch immer überall so, ja, Soundeffekte sind so, weil das Spiel noch nicht fertig ist und so. Oh, ich liebe diese Welt jetzt schon, sieht so schön aus hier, überall Schnee. Ich bin ja so richtiger Fan von Schnee, so Weihnachtsstimmung und all sowas, wo das jetzt nicht wirklich was mit Dings zu tun hat. Das Eispalast sehen. Ah, okay. Wissen wir das schon mal? Gut. Was ist hier? Paladin Ohrring. Stell mal her. Warum nicht? Man kann ich auf einmal so viele Sachen erstellen. So, das haben wir, ne? Verwehr mich jetzt hier nicht wieder. Soll ich mal von jedem Ding ja mal eins kaufen? Ja, warte, warum mache ich das? Ich will auch, wenn ich die sammel, kriege, kann ich die doch kaufen. Warum tue ich die dann später noch mal kaufen? Keine Ahnung, mein Gehirn hat schon so einen Furz gehabt. So, hi, Herzlose, kämpfe. Piratenschnee im Eis, das tut weh. Vielleicht mal meine neuen Dinger hier einsetzen. Da habe ich noch gar keins eingesetzt. Weil das hat von Winnie Pooh, ne? Winnie der Pooh. Oh, diese Viecher schon wieder hier. Knarren. Das ist fast genauso wie die andere. Ja, die konnten nicht für jede Waffe extra Animationen und so machen, haben sie halt in einigen Sachen für einige Waffen mehr hier gemacht. Ja, da ist auch das ein Ding. Okay, gefährlich. Sehr gut. Mal andere, nee, das hatten wir schon. Jojo, habe ich vergessen. Also die Dingens hier habe ich ja gerade ausgerüstet. Der Tonig Ding, ja, ne? Luftkombo Boost, cool. Zeig mal, oh, das Ragnarok. Ja, wie lange dieser Kampf hier schon geht, ne? Diese Waffe klingt irgendwie, als wird sie überhaupt nicht wehtun. Noch mehr? Dingens. Immer und ewig. Ja, das ist das.
Pokémon noch nicht benutzt. Was ist das denn hier? So, muss schon sagen. Fertigkeit, Luftkombo Boost. Erhöht den Schaden von Luftkombos. Ja, ja damit. So, ich würde gerne Glücksembleme und also was vom ersten Mal hier finden. Haha, der war gut, ne? Habe ich das hier, was ich alles bei beim ersten Mal alles finde, ne? Und das sieht schon wieder so aus wie so eine Welt, die riesig ist und sehr weitläufig wegen halt, weil hier so ein riesen Berg ist, nehme ich mal an. Wo denn? Warte mal, Zutaten hier? Wo? Wo siehst du denn hier schon wieder was, Mann? Schwarzer Trüffel. Hier mal, da kommen wir irgendwann später hin, ne? Da sieht es nämlich so aus, als könnte man hin. Hi, na? Soll meine neue Waffe ausprobieren, Kollegen? So, dann macht das mal. Flieg und Sieg. Boom. Linke Krallen. Oh, cool. Oh, Truhe. Cool. Nämlich ein bisschen an die Antiform. Was gut ist. Ich liebe die Antiform. Beste Form. Double Jojos. Ja, sind die Jojos aus The Deluxe Edition. Die ich habe. Haha. Ich wusste doch, Jojos wird so geschrieben. Und letztes Mal gegoogelt. Aber ich habe nur Jojo gefunden. Also die Serie Jojo's Bizarre Adventure. Aber da stand irgendwie, als ich Jojos gesucht habe, ja, Jojos mit Y. Ich mir dachte, nee, kann doch nicht sein. So, wo seht ihr schon wieder Sachen, wo ich wieder nichts sehe? Ihr habt so gute Augen. Sagt mir doch direkt mal, wo ihr das mal alles sieht. Boah. Oder habe ich hier gerade was eingesammelt? Kann auch sein. Neue Gegners. Direkt abschießen. Cool, was? Wieder Ragnarok. Cool. Frisst Goofy. Ja, hui. Ah, jo. Du. Was passiert, wenn ich hier Simba einsetze? Du, der ganze Schnee an Schmelzen. Schmelzen. Schmelzen, 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 ne? Flinke Klinge. Da war die Tür. Habe ich gesehen. Cool. Habe ich gerade beim Rollen angegriffen? Problem ist immer, wenn wir eine neue Waffe kriegen, dann wird einem sofort irgendwie gesagt, wie die funktioniert. Ne, aber meistens dauert es dann erstmal wieder, bis ich in den Kampf komme. Ich hatte das schon wieder vergessen. Sag ja nur. Okay. Oh, ich liebe diese Welt.
so schön aus. Ich liebe Schnee. Oh, damals gut. Dann kann ich irgendwas hochleveln wieder. So, ich habe immer noch das Dingen davon gesehen, ja. Dieses Finale. Da könnt ihr mal bitte ja mich das machen lassen. Ja, ich greife beim Rollen an. Cool. Frist hat Doppel Jojos. Doppel Jojo. Oh Gott. Ich habe übrigens mal versucht, mit dem Jojo zu spielen. Ich komme damit nicht so gut klar. So am Boden gerollt und so. Hat schon irgendwie eine Schramme irgendwie an den Seiten. Super. In ein paar Jahren wäre das Ding wahrscheinlich voll irgendwie Millionen wert oder so, aber ich habe schon eine Schramme und also was da drin. Also ist traurig. Alter. Wie ist ein Instrument hier? Nennt man den nochmal? Kastaniert. So, ich will mal kurz gucken, habe ich schon hier von Honigregen. Nee, hatte ich noch nicht. Gut. Hi. Oh. Aber ja. Wow. War das denn Goofy? Eine ist auch noch was. Oh, ich tue halt nicht reflektieren auf dich. Willst du mich auf den Arm nehmen, Mann? Was ist los mit der Goofy? Ich höre die ganze Zeit nur, wie du am Schreiben bist. Ja. Okay. Von ihr kam man, ne? Ja, bestimmt schon 10 Embleme und so verpasst, aber das kennen wir ja. Wie gibt's denn hier? Thron. Ich habe bestimmt auch schon Thron verpasst, ne? Nein, gut. Und hier gibt's viele. Wie 11 Stück oder so, glaube ich, waren das, ne? So da gesehen habe. Keine Ahnung. Ihr kennt ja, wie das hier abläuft, ne? Werden später eingereicht. Und da oben rechts ist irgendwie was da. Nicht da hoch. Nein, nicht runterfallen. So. Sieht voll aus, kann man da hochgehen. Kommt man da hoch? Stimmt jetzt noch nicht, ne? Nein. Oh. Na gut, später. Ist noch so ein Ball. Okay, muss schon sagen, vorhin ist er kaputt gegangen direkt. Stachelbeeren. Ja, hier kommt man bestimmt dahin, ne? Wir aber nicht. Oh. Ja, na, wie kommen die beiden eigentlich mal hoch? Ich habe schon in Kingdom Hearts 1 und 2 immer gefragt, wenn man irgendwo hochspringt oder so. Wie kommen die einen immer hinterher? Wie machen die das? Genau wie in Kingdom Hearts 2, als Goofy irgendwie eine Schildkröte war. Man musste irgendwie in Pride Lands, also in der Welt von König der Löwen, muss man immer so ein Ding springen, immer so eine Schlucht. Wie hat Goofy es darüber geschafft? Das ist eines der größten Geheimnisse in ganz Kingdom Hearts. Huh.
Na, wo ist das Ding hier? So, wir sind hier, okay. Ah, okay, ich verstehe schon. Was Wichtiges gefunden. Na, lass mich raten. Da ist der erste, okay. Cool. Bis jetzt haben wir noch nichts verpasst. Ja, ich weiß, ich weiß. Leute, Leute, schaut euch das an. Boah, warum bist du nicht eher in die Animation? Kollege. Und und was haben wir gewonnen? Entscheidung im Schnee. Stimmt, davon hätten wir auch im letzten Part ein paar spielen können. Mickey Maus Spiele. Ja, beim nächsten Mal. So, was haben wir hier noch? Ich habe das Gefühl, die Welt wird sehr groß. Und das ist das erste Glücksemblem war. Wir schon jetzt 10 Minuten rumlaufen. Hey, hold up! Why are you here? Where did you come from? Hi, I'm Sora. And I... I'm from... Let's just say... someplace... a little warmer. Huh? I'm Donald. And I'm Goofy. Are you visiting Arendelle? For the coronation? Huh? You got nein. Us. Ich meine ja. So, what's your name? Elsa. Queen Elsa of Arendelle. What? The queen? You shouldn't be out here. Please go back to the village. Why? Your Majesty, you look like you could use a friend. Don't you want to talk? Please leave. I need to be alone. I don't want to hurt anyone. Oh. Is it that bad? You must have been through a lot. We know what that's like, don't we? Sure, adventuring's fun, but it definitely has its ups and downs. When the going gets tough, us friends have to stick together. Exactly. Although, Donald, you do lose your temper a lot, so I can relate to wanting some alone time. What? I don't do that. Enough! Whoa. Whoa. I'm a wall flipping. Elsa, did you? The heartless. Die schnappen wir uns. Don't worry, we got him. Take cover. Oh Gott, was ist das denn da hinten? Ich glaube, Elsa könnte die bestimmt erledigen. Positiv. Einfach einfrieren. Oh, wir haben gelbe Klamotten, sehe ich gerade. Okay, du machst mir ein bisschen Schaden, also komm her. Und jetzt mitten in die Fresse, pass auf. Okay, der macht doch schon ein bisschen nervig Schaden. Was ist das? Oh Gott, jetzt dreht er durch. Und in die Fresse. Der lebt immer noch. Gut Form.
Antiform aktiviert. Komm mal her. Alter, hat er viel. Komm her. Ich will deinen Abschluss sehen. Okay. Kann ich dann andere aktivieren, aber alles klar. Ich glaube, da opfert man irgendwie AP, um seine Stärke zu erhöhen oder so. Habe ich hier irgendwie gelesen, irgendwie in unter Hilfe hier irgendwo, glaube ich. Weiß nicht. Boom. Oh, man schießt sogar zurück. Sehr gut. Aber ich bin hier hinter der Deckung, du kriegst mich nicht. Kommt näher. First Start. Weißt du, was zu tun ist, Goofy, aber ich habe einen Raketenwerfer, also ist Boom. Bodenbecher. Okay. Ich weiß auch, was zu tun ist, Goofy, ne? Einfach meinen Raketenwerfer aus. Elsa, are you okay? I'm sorry I was so upset. Thank you for your help. Look out! Oh. That's amazing. You can control ice. Control it? No, all I ever do is hurt people. It's okay. Those were just the heartless. You said that word before. What are they? Monsters that are after people's hearts. Wherever they go, there's trouble. They're after people's hearts? Yes, they're dangerous. You should head home before it gets any worse. This is my home now. I can't go back. I don't want to hurt anyone. What? Arendelle is safer with me staying up here. Not safer for you. Oh. Please, go away. Elsa. Oh, don't worry. She'll be okay. Seems like she's pretty strong. You gotta let her go. She wants to be alone. Yeah, I hear you. But I just wanted to know why she was so sad. And how is it any of your business? Huh? Read the room, kiddo. Oh, ich kenne diese Stimme. Hallöchen. Who are you? That's the organization code. You knew? Excuse me? Oh yeah, you forgot. The name's Larxene. This time remember. And we'll take care of Elsa, so don't you worry. Do you... Well, she seems to think she knows us, so maybe we should play along. Not unless her name's Terra. Excuse me, I'm right here. Oh. Why are you after Elsa? Was sollte das denn bedeuten? But we're not about to put up with your meddling. Stay here and behave yourself. Glaub, sie will uns töten. Wait, the ice. It's going to wall us in. Ice is so not my style. Larxene! Ah, verdammt. Wie sie versuchen uns zu töten.
Passt doch irgendwie gar nicht zur Organisation. Bis jetzt sind die immer nur aufgetaucht, haben uns ein paar Worte gegen den Kopf geworfen, sind abgehauen. Ja, okay, außer Vanitas, der hat versucht uns zu töten. Da wurde er durch eine Tür geworfen. Das ist immer noch die beste Szene in diesem Spiel bisher. Well, we can't stay in here. Elsa's in real trouble now. Yeah. Larkseen promised not to hurt her, but I trust those guys as far as I can throw them. They're gonna be up to no good. Clearly. Okay, wir sind jetzt. Yeah, we'll freeze if we don't find a way out. Okay, wir sind ja echt irgendwo in einem ganz anderen Gebiet auf einmal. Wie ist das denn passiert? Okay, Labyrinth habe ich schon gelesen. Das hat verdammt. So. Larkseen. Und sie ist auch genortet, weil sie gelbe Augen hat. Ich glaube, vorher hatte sie irgendwie grüne oder blaue Augen. Damit haben wir ein bisschen jetzt in der echten Organisation alles. 1, 2, 3, 4, 5. Ersten Ersatzmitglied. Also weiß ich nicht, ob das zählt. 6, 7, 8. Da ist noch 5 Leute, die wir noch nicht gesehen haben. Gut, wird interessant. Ruhe. Oder auch nicht. Ich dachte, ich kann da irgendwo hoch oder so. Dann soll ich mal Feuer einsetzen. Das ist bestimmt gut hier. Was ist das? Genau da hingeschossen, wo ich nicht wollte. Jo, oh, was ist das? Hat. Ich kann da gar nicht. Doch, ha. Hab mein Gehirn eingesetzt. Da frage ich mich jetzt natürlich, wo geht's jetzt in dem anderen Weg entlang? Gucken wir mal, ne? Schleunigen wir mal ein bisschen. Oh, hey. Da mach's einfacher. Ist ja bestimmt irgendwo ein Glücksemblem, oder? Let's see. Nö. Wenn doch, dann habe ich's wieder verpasst. Ja, die Welt, in der wir hier sind, übrigens, was ich noch nicht gesagt habe, ist die Welt von, ich vergesse immer, ob es heißt die Schneekönigin oder die Eiskönigin. Ich glaube die Eiskönigin, ne? Und ja, sehr guter Film, kann ich nur empfehlen. Habe ich erst vor einem Jahr erstmal gesehen. Ich wollte ihn schon viel früher gucken, aber kam irgendwie nie dazu. Irgendwie, und ja. Vor einem Jahr habe ich dann doch mal geschafft, den Film zu gucken an Weihnachten. Einen Tag vor Weihnachten oder nach Weihnachten. Ich habe mal im Fernsehen und ja, ich fand den super, den Film. Tolle Lieder. Guter Plot bis so am Ende. Also war sehr interessant. Also was kommt hier auch in dem Spiel so vor? Ja, ich mag den Song Ich lass los oder Let it go. Einer der besten Songs, die ich irgendwie je gehört habe in Disney-Film. Wahrscheinlich sogar mein Lieblings-Song. Wie viel die aushalten, ne? Was ist das?
und das und der. Au. Ich werde zwar nicht oft getroffen, aber wenn ich getroffen werde, dann tut das doch schon ganz schön weh, finde ich. Au, ist gut. Wolltest du mich heilen, Donald? Sah nämlich nicht so aus. Ja, ich glaube, so anzugreifen macht mehr Schaden und ist, glaube ich, besser. Glücksemblem. Schon wieder Wutform. Cool. Hier ist eine Sackgasse. Da kann man hoch, sehe ich gerade. Gut, wenn ihr bei Sackgassen sind, macht das für mich ein bisschen einfacher, durch dieses Labyrinth hier zu navigieren. Also hab nichts dagegen. Gib mir ruhig Sackgassen, dann weiß ich wenigstens, wo ich lang muss. Hi. Wieder mit dem Königsanhänger hier rum, ne? Der nichts dagegen, oder? Oh, hi. Secret Tunnel. Oh, Eislabyrinth, cool. Oh Gott. Ich sehe jetzt gerade, wie die Katze hier aussieht, ey. Ach, hier sind wir jetzt, gut. Passt doch. So, dann gucken wir mal, wo jetzt hier überall lang. Nehmen wir jetzt mal hier so, ne? Das sieht sehr wichtig aus. Lass da noch nicht hingehen. Sieht schon aus, als würde irgendwie ein Boss oder so warten. So, was ist das hier? Da bin ich gerade runtergegangen. Genau, was meine ich. Boom. Hallöchen, na? Seid auch hier? Glaube ich ja nicht. So, machen wir mal hier. Die Gegner sind hier doch schon ein bisschen ätzend zu bekämpfen. Vielleicht bin ich ja noch nicht hoch genug gelevelt, ne? Ich erreiche ja immer das empfohlene Level immer erst am Ende der Welt. Mein Kingdom Hearts 2 so jedenfalls. Aber ich glaube, hier ist halt auch schon. Hier kommt halt auch schon sehr nah dran. Ne? Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber haben wir wenigstens mehr Herausforderungen am Ende. In die Fresse. In die Fresse. Oder auch nicht. Das wollte ich nicht machen. Öffnen. Das wollte ich nicht machen. Ich wollte öffnen. Boah. Schneemannsgrüßchen. Aber wer seid ihr denn? Boom. Ach ja, genau. Na. Gut gemacht, Donald. Gut gemacht, Donald. Das laufen wir, glaube ich, ein bisschen zurück, ne? Warte mal, von hier kam ich. Oder auch nicht. Warte mal. Ne, von hier kam ich. Oh, Labyrinth. Warum müssen es Labyrinthe sein? Na, warte mal. Boah. Ich glaube, ich habe hier alles gefunden, gesehen, gehört, geschmeckt. Oder? Da konnte man runter, genau. Da kommen wir wieder hier hin. Ja, gut, dann gehen wir da diesen einen wichtigen Raum. Also hier, wo wahrscheinlich ein Bosskampf kommt. Guck mal, sieht doch schon so aus irgendwie. Sag ich doch. Niemande. Bomber und Donald hat uns geheilt, glaube ich.
Gut gemacht, Donald. Nein, ich wollte da dran gehen. Also sind da die niemand, die die Laxien kommandiert? Würde ich jetzt mal so raten. Was? Man setzt ja keine Elektrizität ein, kommt schon. Da könnt ihr doch mal eure Meisterin zuliebe hier tun, sag ich mal. Eure Gebieterin, eure Führerin. Ich wollte das Ding angreifen. Ich hätte da unten, ich habe da oben gelesen, drück Viereck und dann bin ich einfach gerollt. Instinktmäßig. Boah. Was? Ach, was? Wie hat das bitte schon irgendwas gemacht? Eine geheime Tür. Sequel Tunnel. Sequel Tunnel. Yeah. Okay, hier müssen wir rutschen. Ja, boah, habt ihr den gesehen? Oh. Oh, Dickschädel, das ist doch, glaube ich, wo man ein AP noch übrig hat. Meiner Combo, glaube ich. Trotz Kopf ist, glaube ich, bedingt hier. Allgemein. Hey. Gut, das ist schon mal eine Fähigkeit, die sehr wichtig ist. Zum Überleben. Genau, irgendwas. Nee, nee. Raketentanz. Raketen, 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 Raketen. So, her damit. Kann ich bestimmt nicht ausrüsten, ne? Dickschädel. Wenn du zwei oder mehr empfiehlst und von einer Attacke getroffen ist, der Schutz erstreckt sich über eine gesamte gegnerische Combo. Wenn ich nächstes Mal FP kriege, dann. Also im Moment brauche ich das jetzt noch nicht so. Das Spiel ist jetzt noch nicht so schwer. Habt ihr das gesehen? Gehen wir mal ein bisschen weiter, ja. Hey. Das ist aber nicht so gut versteckt. Na, wie sieht's denn aus? Ich glaube, wir haben schon 3 oder 4 Stück, ne? Hey, guck dich das mal an. Wir haben bis jetzt alle. Gut. Vielleicht ist das ja diese Welt hier, ne? Oder Mogelshop und Speicherpunkt sehen auf der Karte. Könnt ihr es wagen? Ich sehe schon die Dinger. Die Dinger hier spawnen. Eiszapfen. Und ich darunter stehen, ey. Also mich ja wunder schon von Anfang an. Wir werden ja alle 13 Mitglieder hier sehen von der echten Organisation, ne? Wann bekämpfen wir die denn bitte schön? Bekämpfen wir die übrigens alle? Weil wenn ja, dann wann? Wir haben bis jetzt noch keinen einzigen hier bekämpft. Oh, Blitzrad, geil. Und wäre ein bisschen komisch, wenn wir die alle, also ganz am Ende erst besiegen, weil weiß ich nicht. Wie lange ist denn dann das Ende dieses Spiels? Wir wirklich gegen alle von denen kämpfen. Deswegen glaube ich, wir werden nicht gegen alle kämpfen. Und das wäre ein bisschen doof, weil warum sind dann die ganzen Charaktere hier? Ich meine, wir haben zum Beispiel Laxien gesehen, ne? Die wir seit Chain of Memories nicht mehr gesehen haben.
Natürlich will man gegen die kämpfen, ne? Aber wir müssen ja auch noch gegen wichtigere Leute hier kämpfen, so weiß ich nicht. Ansem, Semnas und so. Versteht ihr, was ich meine? Wann kämpfen wir denn gegen all die? Wenn wir alle erst am Ende gegen die kämpfen, wie lange ist denn das Finale? So, ich wollte schon sagen, was ist das? Nicht, dass ich was dagegen habe. Ich meine, wenn das Finale ganz am Ende absolut awesome ist, dann hätte ich nichts dagegen, wenn wir erst alle, oh Gott, am Ende gegen die kämpfen. Aber trotzdem, ich kann mir nicht vorstellen, was da passieren wird. Und ja, das macht mich ein bisschen nervös. Aber was wollte ich machen? Ich wollte irgendwas machen. Schmieden. Erstmal. Boom. Du hast neue Items zum Schmieden. Oi Heilkum. Freundtropfen. Freundstein. Donnertropfen. Aegis-Schild. Eissuck und Frostschutz. Blitzboost und volle MP-Salbe. Was ist das? Problem ist, ich weiß nicht, was ich hier schon als hergestellt habe und was nicht. Ich tue mal eine Blitzgar-Spange herstellen, weil warum nicht? Ich hoffe, die haben wir noch nicht hergestellt. Da. Ja, 45, 48. Herzlosen Keule, Niemandswache. So, kaufen. Was haben wir denn hier Neues? Die ganzen Dinger hier, ne? Schlüsselschwert hochleveln. Schlüsselschwert hochleveln. Damast. Was wollen wir denn hier hochleveln? Erstmal das hier. Das ist noch ein bisschen unterlevelt, sehe ich gerade. Immer und ewig. Weiß nicht. Das hier hat noch gar keinen Effekt. Also ja, machen wir mal. Hat nichts gemacht. Dreck. So, wir haben noch ein paar Minuten. Würde sagen, wir machen noch ein paar Dingens hier, ein paar klassische Königreichsspiele, ne? Weil warum nicht, ne? Auf den Jahrmarkt. Essen zu beeindrucken, um den Würsten zu grillen. Ketchup. Ich mach das einfach. Ach, ich muss, wo kriege ich denn die Brötchen her? Ah, okay. Okay. Pommes und... Ja, ich verstehe. Boom. Das ist lustig. Ah, Dreck. Ich gebe dir mehr als du willst. Willst du eigentlich? Okay, das ist lustig, das Spiel. Pommes und Ketchup. So, hat er nichts gezählt, danke. Ja, und dann haben wir Entscheidung im Schnee, weil wegen Thema und so, ne? Ja, man braucht nicht wirklich sich das hier an sich durchlesen, aber machen muss. Ich meine, das sind Game & Watch Spiele, die sind sehr einfach zu erklären. Muss man nicht wirklich hier, weiß ich nicht, auf achten. Kann ich mal Bäume springen? Nö.
So, und ich muss natürlich irgendwo reinfahren, weil halt ein C hat irgendwie nicht, da ich abgeschlossen habe. Und ja. Beenden. Ja, dann machen wir das hier noch. Mickeys Zirkus. Was muss ich damit machen auf den Dings hier? Geht nicht weiter. Ja, toll, du tauchst erstmal auf nachdem. Fang Donald. Nein. Fang das. Sehr gut. Sehr cool. Gut. Wie viele Spiele kommen? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das ist ganz schön viel. Genau, ich sagen, wir beenden den Part hier. In der nächsten Folge geht es weiter in Arendelle. Und ja, ich hoffe, euch gefällt der Part. Ja, dann bitte lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar. Das wäre sehr lieb von euch. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski.